Moin moin und herzlich willkommen bei 7 Days to Die, Darkness Falls, mit mir dem Baumstriker bzw. Hauptsicht Koyampel. Schön, dass du auch dabei bist. Hi. Wollen wir ja mal wieder ausprobieren. So. Ja. Das warst du schon. Hast gut gemacht. Ja, wir machen mal weiter. Ja. So, was haben wir denn jetzt noch? VIP, ja, die zwei VIPs. Und irgendwas oben noch. Vier und unten. Ich mach auf. Oh, ich glaube, die war schon offen. Da. Ja. Oh, gut. Ich habe hier ein paar Brandleichen und du? Radioaktive Brandleichen. Oh. Da kommt noch eine zu dir. Das klingt so falsch. Radioaktive Brandleichen. Ach, da kommt übrigens eine zu dir davon. So, jo. Ich kümmere mich dann mal wieder um die Vending Machine. Ja, mach mal. Gibt Stahl oder was? Wie machst du es, ne? Ja, bei mir ist auch. Auch wenn es halt komplett schwachsinnig ist, Alter. Wir haben eine Stahlproduktion laufen zu Hause. Ja, wir haben mehrere tausend Stahl zu Hause, aber letztendlich, man kann nie genug davon haben und es ist doch schön, was auseinanderzubauen. Oh. Das ist genauso schwachsinnig, wie warum ich die ganzen Messingdinger hier mitnehme. Achso, ja. Weiß kann. Naja, Messing hat für mich noch so einen halben Sinn, Ja, aber auch da, wie gesagt, das sind Patronenhülsen, die kriegen wir doch eh zu 100% wieder, dank der Mod, die drin ist. Falls du bei dir drin hast. Ja. Hast du mir ja hergestellt und wir haben ja noch eine. Ich dachte, wir sogar noch zwei zu Hause, falls du nochmal neue Waffen machen willst. Also. Ich kann demnächst wirklich essen. Also, mal gucken. Ich kann ja hier gut schon mal gucken. Was kann ich denn noch nicht? Kaffeesamen brauche ich noch, Aloe Vera Samen. Oh, die Rezepte für die Samen, die zerlege ich. Die Kaffeesamen fehlen dir noch? Ja, scheiße. Hab ich zufällig im Inventar das Rezept dazu. Ja, dann gib her. Die ganzen Samen habe ich bis jetzt leider einfach immer ungefragt zerlegt, weil ich dachte, das ist so unwichtig. Ja, es ist auch unwichtig. Und wer weiß, was bei Basic Farm Tipps 3 kommt. Ach so, ich habe noch ein paar Dietriche für dich. Nice. Ich habe jetzt mittlerweile, echt ohne Witz, ich habe fast ein Stack Eisen durch das ganze Zerlegen, was wir hier gemacht haben. Ja gut, du musst bedenken, wir haben gestackt, du hast auch eine Menge von mir. Ja, wir haben beide zusammen. 5.983 habe ich jetzt. Nice. Das ist, Alter. Warst du jetzt beim B schon fertig? Ja, wahrscheinlich. Ja, war ich. Steep, da waren wir. Da war ja der Endloot. Dann haben wir jetzt hier noch D. Oh, 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 ich kann Schleichschießen. Oh, ja. Okay, das waren zwei Gegner. Wow. Nee! Nee! Der Strahlenschutz-Zombie hat mir zwei Research-Notizen dagelassen. Nett. Oh, die rechte war aber schon wieder offen. Naja, ist okay. Oh, ich weiß nicht, wie viel wir zu Hause haben, aber vielleicht, vielleicht. Der Militär-Heini hat mir gerade Nanobytes gegeben. Nett von ihm. Das war auch wegen irgendwie was bei der Wissenschaft gedöns drin, ne? Yep. Ich glaube, irgendwelchen Mutationsgedöns. Du hast die Nanobytes dabei. Ich habe hier nämlich eine Vending-Maschine, wo Honig drin ist, was ich nicht mitnehmen kann. Bist du wieder voll? Okay. Warum zum Teufel habe ich die Zigarre? Die hast du wahrscheinlich von mir. Ich kann es eigentlich auch wegschmeißen, weil ich glaube, ich hab noch eine ausgerüstet. Ja, kannst du eigentlich auch wegschmeißen. Ich hab sie standardgemäß links in den Mülleimer geworfen. Oh! Vorbildlich. Das ist aber ein Schwachsinn, ey. Ja, gegen die Umweltverschmutzung hier. Kommt ich hab schon, wie, so ich hab schon wieder ein Level ab. Kommt mir das nur so vor oder ist gefühlt der Verbrauch der
Crowbar nicht vorhanden. Abgesehen jetzt durch den Skill. Ja, der ist tatsächlich fast nicht vorhanden. Gut, meine hat mittlerweile schon ordentlich gelitten, aber ich mache damit auch Tresortöne und so einen Scheiß auf. Da hast du ja noch nicht so viel von mitgemacht. Das stimmt. Aber ja, die halten recht lange. So, bei mir ist übrigens noch eine Vending Machine drin gewesen. On the way. Da, die hatte sogar Super Mais für mich. Hast du jetzt alles dabei oder muss ich noch was holen? Hier, du hast Super Mais. Hm? Oh, cool. Nee, drüben ist alles fertig. So viel geilen Scheiß. Oh, was habe ich denn hier eigentlich? Hast du mit Pants? Ja, gut. Achso, hier die Nanobytes. Schmeiß ich dann noch hin. Danke. Hast du noch irgendwas zu essen? Du kannst. Wie viel bist du? Bei 27. Oh, dann ist also, mal also ruhig halt zwei Suppen aus meiner Drohne. Na, ja, eine. Die gibt halt. Ja 40. Das ist eine. Ja, eine reicht. Ich habe nicht genug Hunger dafür, für das, das ist das Problem. Ich will jetzt nicht zu viel verschwenden, weil wir echt nicht mehr so viel dabei haben. Obwohl, du bist ja relativ resistent gegen Lebensmittelvergiftung. Ich hätte da auch noch Rohkost irgendwo. Obwohl, das kann auch sein, dass du sie mittlerweile hast. Wir haben ja irgendwie unsere Inventare zusammengeschmissen. Es geht auf jeden Fall noch eine Treppe nach oben. Aufs Dach, da freue ich mich drauf. Hi. Oh. Das ist ja der erste Zombie, der mal was Sinnvolles fallen lässt. 6 Reparaturkits. Office! Ich nehme A. Oh, die war schon wieder eine offen. Ich bin ja ein Held. Eigentlich habe ich in so einem Office mit Business Mans gerechnet und nicht mit irgendwelchen Brandleichen. Naja, ist okay. Alle verbrannt. Stay a steak and pommes meal. Also, ich gehe aus dem Krankenhaus bald als Gordon Ramsay raus. Bleitrophäe. Nice. Hey, wo ist sie denn? Da, weg damit. Essen? Cannabis Plant Seeds. Dankeschön. Weißt du, was mich eigentlich mehr verwundert? Na? Die Monitore auseinander. Ja, dann lauf jetzt mal durchs ganze Krankenhaus und hol das mal nach. Nee. Ist okay. Da kommt was auf dich zu. Ich hab sie aufgehalten. Ich wollte sagen, hast du sie jetzt vor mir kaputt gespielt? Ja. Ja, da kommt doch mehr, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Oh, Moment, jetzt loote ich erstmal. Hey, noch eine Vending Machine. Alteisenschuhe. Echt jetzt? Lass mal. Ich freue mich aufs Dach gleich. Auf dem Dach ist meistens immer so richtig viel Action. Oder Training. Im Keller. Ja, stimmt. Ich habe schon wieder vergessen, dass es potenziell einen Keller geben könnte. Nee, Eisenhelm. Und ich bin voll. Ich weiß, was fehlt. Nicole Schatz. Nein, nimm die Schatz. Ich bin gerade raus, du kannst mitnehmen. Meine Reparaturkits. Ich habe genauso viele wie vorher. Vielleicht sind sie auch im Auto gelandet. Das kann sein. Ich bin mit 11 hier rein und habe immer noch 11. Weil ich hatte eigentlich 15. Ah. Wo ist eigentlich meine Drohne?
Ah, jetzt kommt sie. Also entweder sind sie im Auto gelandet oder... Keine Ahnung. Oder der Stack ist voll und ich sehe es einfach nicht. Weil du musst Reparaturkits haben, du hast doch 6 Stück. Ich habe sie ja jetzt gerade eingesammelt. Ach so, ja. Deswegen sehe ich ja die Zahl 6. Weil ich sie an dem Platz, wo sie war, nicht gefunden habe. Ist okay. Kleine Schule hier oben ist auch geil. Ich finde, das ist echt geiles Gebäude auf jeden Fall. Mir gefällt, wie viele Details da eigentlich drin sind. Was ist denn das da hinten für ein Wolkenkratzer? Kenne ich den? Ach, ist das Quackenbook? Ach, das ist der Quackenbook. Ja, so. Und daneben ist noch was anderes. Das machen wir vor Blutmond nicht mehr. Und so ein, zwei coole Gebäude hier noch. Dr. Lee und W.L. Oh, das klang nicht mehr nett. Was denn? Einer der Türen klang nicht mehr nett. Ich bin auf dem Weg. Ich hing irgendwie noch ein bisschen hinterher. Kann aber auch einfach nur die Holzfäller sein, die sich so komisch angehört haben. Hier! Freu dich! Ja, mein Inventar ist voll. Ach so! Oh, Scheiße! Wuff! Hast du es angezündet? Nee! Aber ich hab grad den Molly-Flashback gehabt. Oh Gott! Oh Gott! Ja, aber wenn du jetzt so Probleme hast, dann schmeißt du noch mal ein paar Sachen raus. Ein paar nicht steckbare. Ein bisschen was kriege ich noch unter. Ja, dann kann ich dir nichts. Doch, die Mods kann ich dir rauswerfen. Und noch ein bisschen 44er Munition. Das reicht ja aber. Scheiße. Bisschen aufpassen muss ich ja jetzt auch noch, sonst kriege ich auch nichts mehr mit. Scheiße. Gut. Also immer noch nur das. Nur das Molotow ist böse. Aber auch, ich glaube, nur wenn du ihn auf etwas draufwirfst, dass er platzt. Ich glaube, du kannst ihn alleine rauswerfen. Nur nichts mehr draufwerfen. Ich müsste was mal ausprobieren. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich kann in 51 Sekunden neue Vitamine nehmen. Oh yeah. Und dann habe ich dann ist meine Wellness auch wieder voll. Sehr schön. So. Zwei Räume noch sind auf der Etage auch fertig. Oh. Entschuldigung. Kannst auch eine Loot haben. Wow, 280 Holzbretter. Kann ich stapeln? Ich hab jetzt doch Holz dabei. I've got a bad feeling about this. Okay, ich glaube, hier wird noch gebaut. Geil. Ich bin schon wieder Level Up, danke. Danke. Ja, ich auch gleich. Und hier sind ein paar Werkbänke, die du abbauen darfst, wenn du willst. Du kriegst ja... Das war doch mittlerweile, dass du mehr rauskriegst, ne? Oder immer noch nicht? Ich bin... gerade nicht in der Phase, Auskunft zu geben. Okay. Das ist in Ordnung. Ist so eine Sache. Immer noch, ich kann sie schneller abbauen, ja. Aber du kriegst nicht mehr raus. Ob es mehr raus ist, ist, glaube ich, immer noch ein Random-Faktor. Gab's das nicht als Skill bei dir? Bei Scavenger? Nee, bei... Das war bei Mechaniker doch dabei. Salvage Operations. Ja, stimmt. Ich habe ja den mittlerweile gemacht. Ja, ich krieg mehr raus. Stimmt, ich hab dir das immer gesagt, weil ich das noch nicht gelevelt hatte, so. Mittlerweile hast du es aber.
Ja, mittlerweile. Das war's schon mit den Räumen? War dir auch fertig? Nö, ich glaube, ich habe bei mir noch gar nicht reingeguckt. Okay, dann kannst du bei mir sich um die Werkbänke kümmern. Die Werkbänke sind schon zerlegt. Ja, habe ich mir gedacht, als ich das ausgesprochen habe schon. Oh, es wird hier echt langsam knapp in meinem Inventar hier. Ja, ich habe wirklich gar nichts bei mir gemacht hier. So, ich habe noch eine Schatzkarte. Die kann ich ja bei dir gleich nochmal loswerden. Farmtipps brauche ich nicht mehr. Farmtipps ist fertig. Jupp, kannst du dann zerlegen. Habe ich doch jetzt gerade erst gelernt. Hier. Reispudding, wenn du noch mehr kochen möchtest. Nee, zerlege ich. Ach, ist okay. Habe ich schon gefunden. Reispudding und Reismilch habe ich schon. So, wo ist deine komische Drohne? Ich habe da irgendwie noch eine Alles, Schatzkarte. Was mit Reis zu tun hat, brauche ich nicht mehr. Bleib mal stehen! Ich habe irgendwie noch eine Schatzkarte. Bitteschön. Ab aufs Dach! Und dann in den Keller, falls es einen gibt. Wenn der Keller groß genug ist. Boah, es ist gleich schon wieder Nacht. Und da haben wir Tag 35. Sehr schön. Okay. Rechts ist zu. Hier ist offen. Gut, dann folge ich dir. Ich mach mal meinen Nachtsicht wieder aus. Ach du Scheiße. Cardboard leer. Die sind ja alle leer. Und wo sind die Gegner? Das wäre natürlich auch ein geiler Base-Spot, ne? Hier oben kriegst du mit dem Helikopter, schaffst du es auf jeden Fall zu landen, würde ich sagen. Ha. Ich will ja nicht mosern, aber hier oben ist nichts. Tschüss! Oh, das könnte wehgetan haben. Das hat ein bisschen. Oh, hier unten ist der Tentakelmonster. Komm, das verprügel ich jetzt. Wenn ich gleich sterbe, tut's mir leid. Oh, fuck! Nein! Nein! Das Vieh fackelt einen ja ab! Erstmal Kaffee drüber gekippt. Also Nahkampf machst du bitte nicht mit irgendwelchen Tentakelmonstern. Das ist nicht schlau. Ja. Auch wenn sich das normal denkende Menschen wahrscheinlich auch schon haben denken können. So, wo gehst du denn hier theoretisch runter? Wo bist du? Ganz unten. Im ja, Hauptraum. Dann komm mal rein. Bist du auch ganz unten? Ja, ich bin hinten hinter dem Turm. Ah. Müssen die erste hoch und dann, Oh, fuck. Ich hatte gerade einen massiven Leck oder so. Ach Gott, das ist nur ein Ausgang. Ja, dann ist doch gut, wenn es nur ein Ausgang ist. Wo parken wir denn? Ich habe hier noch zwei Kleber, die ich nicht mitnehmen kann. Wo bist du denn? Auf dem grünen Pfeil, schätze ich mal, ja? Im medizinischen Wagen. So. Ja, geil, wir haben das Krankenhaus fertig. Ich bin so gespannt, ob wir mit den Research Notes vorankommen. Ausreichend. Oder halt nicht. Ich habe ja auch noch die Raketenstation markiert. Die ist ja auch mit Sicherheit voll mit Wissenschaftlern, deswegen haben wir es bald. Hast du das Auto schon, oder? Ja, ich laufe gerade direkt drauf zu. Dann fahr mal kurz rum, weil ich bin hier gerade noch an medizinischen Supplies am Looten. Ich habe mal alles, was im Auto ist, was ich darauf nicht draufstapeln konnte, drauf nicht draufgestapelt.
Das heißt, das Auto ist auch wieder sauber. Fährst du jetzt gerade links oder rechts rum? Ich weiß es nicht. Du fährst links. Rechts rum. Gut. Oder? Keine Ahnung. Ich bin gleich bei dir, Mann. Du bist beim Kran. Ja, ich sehe dich schon. Ich schätze mal, wir wollen langsam mal nach Hause, oder? Ja, wir können noch den medizinischen Supply da mitnehmen. Wir haben vor uns da einen hier oben in der Stadt, ne? Ja, oben im Norden. Was? Warte mal kurz. Jedes Mal, wenn du fährst, bewegt sich mein Block. Ja, das lag an der Animation, weil du mich angefahren hast und ich in dem Moment eingestiegen bin. Gut. Achso. Weil ich hab nämlich gerade jedes Mal Kopf. Beziehungsweise das Kamerawackeln war so heftig. Dass das nicht schön war. Oh, warte mal, ist hier rechts eine von den Vanillafabriken? Ich will mal ganz kurz gucken. Kleiner Exkurs? Jawoll! Ja. Shotgun Messiah! Markier mal auf der Map. Ich glaube, so große Shotgun Messiah muss ich eigentlich in jeder Staffel einfach aus Prinzip machen. Den können wir sogar. Ey, den können wir sogar noch hinten dranhängen vor dem Blutmond. Weil unsere Falle ist ja anständig. Muss gleich mal gucken, dass der Inventar auch nochmal frei wird. Ich muss dann nochmal ins Auto räumen. Verurteile mich nicht, weil ich es falsch geschrieben habe. So, ich hab's nämlich Messiah genannt und nicht Shotgun. So, ich hab Platz im Inventar. Ich mach mal. Wow. Willst du ein Jagdmesser? Ach, verpiss dich. Oh, du hast bisher jetzt markiert, ne? Fahr ich richtig? Was? Fahr ich richtig gerade zu dem Shotgun Messiah? Ne, da ist auch, ne? Da, jetzt voll Straße folgen und dann. Außer du sagst jetzt einfach, nein, wir machen das auf gar keinen Fall. Dann werde ich auf dich hören. Ich hab halt. Oh. Wenn ich mein Inventar ins Auto zum Teil kriege, können wir es machen. Ja, wir werden, glaube ich, jetzt am Auto nochmal sortieren. Das ist eine gute Idee. Oh. Viel Spaß beim Auto, ein paar Sachen reinzuwerfen. Ich werde Hopfen ernten. Davon haben wir nämlich noch nicht sonderlich viel. Geil! Ach, Red Keycards hatten wir auch. Eine habe ich gefunden gehabt unterwegs. Ja. Hey Typ, geh weg. Danke. Oh fuck. Also mein Inventar ist nicht mal ansatzweise aufgeräumt. Ja, sollten wir es vielleicht doch lassen? Wir können doch in der nächsten, also einfach. Ich glaube, der Vogel wollte eigentlich was von dir. Ja. Er könnte dir tot ins Gesicht geflogen sein. Also ich würde es, wenn, dann einfach auf den nächsten Tag verschieben oder nachdem wir halt aufgeräumt haben. Sache ist, der Weg nach Hause ist ewig weit. Mal so spontan wieder hier rüberfahren, wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Gut, wahrscheinlich gibt es den Shotgun Messiah nochmal woanders. Also alles gut, wir können auch nach Hause gehen. Home ist zwar nur 5 Kilometer entfernt, aber. How may I assist you? Ach ja, ich habe das Auto auch schon wieder voll gerotzt. Incoming enemies, prepare for conflict. Ich finde, wir probieren das einfach mal kurz aufzuräumen. Wenn du einfach mal vom Haupteingang vom Shotgun Messiah parken würdest und uns zwischen den Folgen die Chance gibst, aufzuräumen, würde ich zur nächsten Folge spontan entscheiden.
Obwohl, der sieht irgendwie anders aus als sonst, gefühlt. Ist ja viel dunkler. Yeah. So. Vor allem haben wir die Betten vergessen. Ja, gut, machen wir neue. Pflanzenfasern würden ja wohl zu finden sein. Ich sehe auch welche. Ich frage mich, ob ich mehr als du rauskriege. Ich kriege 2 pro Schlag. Also wahrscheinlich nicht. 8. 10. Muss ich für dich auch mal mit besorgen? Brauche ich 20? Ich kriege auch 2 pro Schlag raus. Also. So, ich habe auch 20 Fasern. Theoretisch kann ich eine zweite mit versorgen. So, ich würde dann mal sagen, Richtung Zuschauer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir werden für die nächste Folge sehen. Warte. Oh Gott, den will ich erschießen. Boom! Oh, der war schlecht. Der war auch schlecht. Was ist denn los mit mir? Ah, der war gut. Der war auch gut. Wir werden dann zum nächsten Mal sehen, ob wir uns innerhalb von Shotgun Messiah weiter befinden, also aufhalten werden, oder zu Hause, was eigentlich schlauer wäre, aber ich wiederhole das gerne, wer schlau will, ist hier auf dem Kanal falsch. Also nicht ganz falsch, aber passt schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yes.